Geiste reisen selten bis Elba. Na, machtet euch halt selber. Ich zeigen, wie viel mein Raspberry zieht, wenn ich den 230 Volt betreibe, aber es zeigt irgendwie, habt ihr das gesehen, es hat nur kurz mal was angezeigt, also irgendwie ist die Messuhr nicht genau genug, high 1,6, 230, 0, Power Faktor 0. Ja, irgendwie zeigt es das Raspberry nicht an. Und zwar geht es um den Vergleich, was braucht der Router an 230 Volt und 12 Volt. Und in meinem Fall ist ja noch ein Raspberry Pi, ein Pi-Hole, was die Werbung rausfiltert und so. Und wir gucken jetzt mal, was das Ganze verbraucht. So, das klappt jetzt schon mal. Ich habe jetzt den Router und das Raspberry. Ich habe jetzt den Router und das Raspberry drin. Uah, der Powerfaktor. Ach du Scheiße. So, gucken wir mal. Low, High. Also müssten wir jetzt 2,8 Watt verbrauchen. 0,3 Ampere Powerfaktor. Okay. 3,5. Hey, gut. Er fährt jetzt so gerade hoch. Ihr seht es. 3,4. Ja gut, ich lasse jetzt mal das Internet 3,8. Ne, ich mache mal kurz einen Schnitt. Ich warte mal ein paar Minütchen. Na guck mal, es geht noch hoch. Der Router fährt jetzt gerade hoch. Kleinen Moment. So, WLAN ist jetzt da. Der Stecker hat eine Macke, der Konverter. Und wir sind jetzt, naja, 9,4. Ihr seht's, ein paar 6 Minuten sind jetzt vergangen. Jetzt geht er auch mal auf 10 fast. Ich würde jetzt mal so, wenn wir die Mitte nehmen, 9,5, oder? Was sagt ihr? Es schwankt halt ein bisschen. Jetzt hatten wir auch mal 8, 9. Oder es war vom Raspberry ist hochfahren. 9,3. Okay, würde ich sagen, machen wir einfach 9 Watt, oder? Wir können jetzt hier nochmal durchgucken. 230. 0,0. Powerfaktor ist halt scheiße, ne? 10,2 Max. Ja, würde sagen, hat sich jetzt eingependelt. Nehmen wir für die 230 Volt Version Router und Raspberry Pi 9 Watt. So, ich habe jetzt mal die Messung rausgemacht. Wir messen jetzt mal noch, für die, die autark sind oder sich eben mit PV versorgen, gehen wir ja normalerweise nicht vom Netz aus, sondern wir müssen ja einen Wechselrichterverlust noch mit reinnehmen, wo das Ganze natürlich noch mal ein bisschen schlimmer wird. Ja, dazu habe ich jetzt die Messung raus, das Verlängerungskabel vom bösen Netz weg und wir gehen an meine Entladestation. Hier, ich habe jetzt mal schnell den LTO-Akku angeklemmt zum Zeigen und ja, stecke jetzt mal ein. Ich mache noch mal aus beim Einstecken, nicht das irgendwie. Ich weiß nicht, ob er es schafft, weil der spinnt ja manchmal ein bisschen. So, dann sind wir hier. Hier ist halt die Entladestation. 1 Ampere, 14, 15, 16 Watt. Also wenn man jetzt nur den Router laufen hat, über einen 230 Volt Wechselrichter, ist auch Sinus. Wie gesagt, es dauert jetzt ein bisschen, bis der Router hochgefahren hat und alles. Ich würde sagen, ich mache nochmal einen kleinen Cut. Und wenn hier 1, 2 oder vielleicht 1 Wattstunde, dass da mal ein paar Minuten läuft, dann gucken wir nochmal. Jetzt sind wir bei 14. Also ihr seht jetzt schon deutlich, dass der Wechselrichter natürlich auch wieder Verluste erzeugt. Ne? Keine Ahnung, 80% Wirkungsgrad oder was der hat, vielleicht hat er auch 90%. Natürlich ist das nicht ganz richtig. Ne? Umso mehr ihr jetzt anklemmt, umso weniger ist das interessant, was der auch Eigenverbrauch hat und so. Ne? Weil wenn ich jetzt, ja, das war jetzt so blöd, ich hätte erstmal den Eigenverbrauch zeigen sollen. Pass auf, wir machen es so, ich mache das jetzt erstmal das Video und danach zeige ich euch nochmal, was der braucht, wenn nichts dran ist. Weil sonst muss ich wieder 10 Minuten warten. Jetzt hat er auch 18, 17. Ich lasse ihn mal hochfahren, bis ich wieder Internet habe beim Handy. So, Internet ist wieder da, wir haben es jetzt 14:37, bisschen später und tatsächlich braucht der Lümmel die ganze Zeit ungefähr 18 Watt. Ihr seht ja jetzt auch, eine Wattstunde ist schon weg in der kurzen Zeit. Und ja, 18 Watt würde ich jetzt mal sagen. Also hat es jetzt ziemlich gehalten. Ich habe auch schnell mal ein Video angeguckt. Und also gestartet. 18 Ehens. Also ich würde sagen, 18 Watt.
So, ist jetzt 38. Ich habe es jetzt nochmal ein Minütchen löwen lassen. Es ist zwar jetzt noch eine Wattstunde, aber ihr seht, wir sind 18,3, 18,5. Ja, ich würde mal sagen, wir machen 18 Watt. Ne? Ein bisschen Messabweichung haben wir hier auch. Und jetzt wollte ich euch ja, habe ich ja gesagt, machen wir nachher. Wir schalten jetzt aus. Ich ziehe mal ab. Dass ihr seht, dass ich euch nicht verarsche, müsst ihr jetzt hier gleich, zack, WLAN weg. Ne? Also ist das WLAN vom Handy. Und jetzt schalten wir den mal, ein, nur den Wechselrichter, ne? Ohne irgendwas dran. Ich glaube, ich weiß nicht, was da 10 Watt oder irgendwas, ich weiß es jetzt gar nicht. 9 Watt. Ja, schaltet jetzt, ich höre es, er tut ein bisschen hin. Also können wir sagen 9 Watt ungefähr. Ja, 9 Watt. Wie gesagt, ne, da kommt aber noch dazu, wenn er jetzt natürlich mehr Verbraucher anklemmt, dann ist das mit dem Eigenverbrauch dann irgendwann egal. Ne? Wenn er jetzt sowieso einen Kühlschrank und keine Ahnung was dran hat, dann ist es nicht ganz so schlimm. Ne? Also in dem Fall jetzt hier, damit wir uns nicht falsch verstehen, ne? Wir können halt, wenn ihr, ich sag jetzt mal, sowieso nachts, nehmen wir mal an, nur den Router dran habt und ein Raspberry oder noch ein paar Kleinigkeiten, ist ja egal, ja, der könnt ihr über Nacht den abschalten, den ganzen Krempel und ordentlich Strom sparen. Und wenn er jetzt übers Wechselrichter macht, nochmals doppelte sparen. Ne? Bei DC ist es nicht ganz so, werdet ihr jetzt gleich sehen. Und jetzt machen wir den DC-Vergleich direkt. So, Aufbau läuft. Ich habe den an LTO vom Astra, vielen lieben Dank nochmal für deine Spende. Wir sehen noch kein WLAN. Hab schon alles Betes angesteckt. Das Messgerät misst jetzt im Plus und es zieht 354 Milliampere oder besser 0,35 Ampere und wir haben 13,7 Volt. Zur Sicherheit habe ich mir jetzt mal noch eine Zange hier besorgt und wir messen jetzt einfach mal Minus. Okay, es zieht ein bisschen mehr an, 38. Warte mal so. 35, 36, 37. Moment, ich baue euch das mal ein bisschen besser auf. WLAN ist eh noch nicht da. Ja, moin, ich hatte vergessen, den Router einzustecken. Also, Kommando zurück, müssen wir nochmal neu. 490 Milliampere, 500. Blöde Licht, hier seht ihr es induktiv gemessen und im Kabel. Also sagen wir mal 500 mA, würde ich mal sagen. WLAN müsste jetzt gleich wiederkommen. Okay, jetzt zieht er auch ein bisschen mehr. 700 mA, aber gut, das Router startet noch, ihr seht kein Internet. Und ich habe jetzt mal noch für die Spannungsmessung in Multimeter, weil wir müssen jetzt gleich rechnen. Das könnte ich hier reinstecken, oder? Nö. Nee. Oh, das wäre schön gewesen. Na egal, machen wir es so. Ne, 13,7 hatte ich euch ja gesagt. Nehmen wir jetzt die 13,7 einfach, ne? Okay. Ist aber noch nicht da. Aber die 13,7 können wir ja schon mal eingeben. 700 mA und hier 740, 670. Okay, das ist anscheinend schneller wie das. Ne? Das ist ein bisschen schneller. Ach, ist ungefähr gleich. Auch für induktiv messen ist es schon ganz gut. Was ist denn jetzt hier mit dem Router? Das muss ich nochmal einen kleinen Cut machen. Na, wir sind jetzt bei... Wir haben wahrscheinlich 700 Milliampere. Ich hatte an meinem... 12 Volt System, das ist jetzt ein Testaufbau. Normalerweise hängt das hier hinten an meinen Akkus. Da hatte ich 800 gemessen, aber auch induktiv. Kann sein, dass es nicht ganz korrekt war. Jetzt müsste aber langsam mal der Router kommen. Tja, da ist er. Der Olaf schreibt was in Action for Free. WLAN ist da. Naja, es war jetzt gerade bei 700 mal, ne? Aber jetzt scheint es sich ein bisschen festzunageln. Ich würde sagen, nehmen wir das Maximum 700 Milliampere oder 0,7 Ampere, oder? WLAN ist da.
Ja, da war noch mal kurz. Ich würde sagen, mal 0,7 sind wir bei 9,59 Watt. Also ich bin jetzt mit Micha hier in Discord. Hat sich gerade bereit erklärt, mir hier mal beizustehen. Schnell, was ist jetzt hier? Jetzt geht das Multimeter nicht mehr. Ja, moin, Akku vom Multimeter leer. Kacke, verdammte. Ja, egal, der hat 13,7, ne, ist eine LTO mit der geringen Last. Und wir sind, selbst wenn ich im Discord bin, bei 680. Ab und zu geht er auf 700, also grob 9,3, 9,4 Watt an DC. Ah, oh, jetzt geht's wieder. Ja, Akku ist alle. Aber kann ich dann noch mal kurz euch zeigen? Das zeigt Overload. Ja, okay, es müsste nicht mehr richtig. Ja, Vorführeffekt, Micha sagt's gerade. So, schnell Akku gewechselt. Und die versprochenen 13,69. Ich hab gelogen. Oh nein, nee, 13,7. Rechnungshalber, wie gesagt, 9,3 Watt. Man kann eventuell das noch ein bisschen besser machen, weil diese Dose hier ist für USB-C-Laden mit allen Protokollen und ihr seht es, 4 USB-Anschlüssen. Kann sein, dass es ein bisschen effizienter noch geht. Beim Router nicht, der ist direkt mit 12 Volt angeklemmt, das geht nicht effizienter. Ne? Ihr seht es. Vielleicht kommt man auf 650, also ungefähr die 9 Watt. Ne? Gut, danke, Michael. Ja,